Wir sind hier auf der EICMA in Mailand. Für uns aus Deutschland natürlich eine ganz weite Anreise. Für andere ein Heimspiel. Ein Heimspiel für Givi. Givi ist vielen bekannt als der Kofferhersteller. Jetzt auch 35 Jahre alt oder jung, muss man sagen. Der Name übrigens Givi kommt von Giuseppe Vicenzi. Einige, die die Szene genau kennen, die wissen, Giuseppe Vicenzi, das ist doch ein alter Motorradrennfahrer. Neben mir steht kein Motorradrennfahrer, Patrick Jahnke. Patrick Jahnke ist ja zuständig für den Verkauf von Givi in Deutschland. Patrick, was ist das Highlight von Givi für die nächste Saison? Jörg, eines der ganz großen Highlights ist mit Sicherheit unser neuer Outback-Koffer. Ein Aluminiumkoffer, der letztendlich die Vorzüge eines Aluminiumkoffers mit denen eines herkömmlichen Kunststoffkoffers verbindet, weil dieser Koffer einen Schnellverschlusssystem hat. Das heißt, dieser Koffer lässt sich über einen Zentralschlüssel aufschließen, zuschließen, aber auch entriegeln vom Träger. Man hat also praktisch diese praktische Geschichte, abnehmen, rein ins Hotelzimmer, raus aus dem Hotelzimmer, wieder anklicken, hat aber auch einen richtigen Aluminiumkoffer, der auch aus Aluminium ist und nicht nur einfach so ein Cover hat. Verfügbar in 37 Liter, 48 Liter Inhalt, um die Symmetrie eines Motorrads, was den Auspuff auf einer Seite hat, auszugleichen. Man hat also eine gleiche Linie, verfügbar mit Zubehör, mit einer Tasche, die oben drauf kommt, mit einer Innentasche, die man reintun kann, mit einer 2,5 Liter Flasche, die für Benzin oder Wasser geeignet ist. Sollte jemand Benzin reintun, bitte danach kein Wasser mehr verwenden. Mit einem Innennetz und allem, was das Motorradherz begehrt. Wunderbar. Also das ist auch genau das eigentlich, was was man von Givi kennt, eben ein Kofferhersteller, der an auch sehr viele Zubehörteile denkt. Aber eine starke Linie mittlerweile bei euch auch ist das Thema Helme. Gibt es bei den Helmen auch was Neues? Bei den Helmen gibt es sehr viel Neues. Unter anderem meinen neuen Klapphelm, den wir für 149 Euro anbieten können. Der alles bietet, was ein Klapphelm heute bieten muss. Und darüber hinaus kleine Features hat, wie eine ausklappbare Sonnenblende. Ich glaube, in dieser Qualität, zu diesem Preis, unschlagbar. Okay, das klingt super interessant. Für uns klingt das natürlich auch super interessant, weil wir im nächsten Jahr wieder mit gut gefülltem Portfolio unsere Produkttests planen können. Die findet ihr im Motorrad, aber was ihr jetzt aktuell findet auf www.motorradonline.de/EICMA oder auf YouTube auf dem YouTube-Channel von Motorrad oder auf Facebook. Alle Neuigkeiten rund um die EICMA. Bleibt dran, wir bleiben dran. Patrick, danke und eine schöne Messe noch. Jörg, ich danke euch auch noch. Vielen Spaß. Und euch Spaß beim Zugucken.